Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Stable Online. Ja, wie ihr seht, sitze ich jetzt auf meiner Autumn Fire. Nicht Hero Flame. Sundancer ist ausgelevelt und ja, die Autumn Fire hatte ich ja über die Fohlen-App mir geholt. Deshalb war die schon Level 10 und ja, ist jetzt auch schon Level 14. So, heute geht's endlich mal weiter bei Ten. Mal gucken, ob wir heute die Quest abschließen können. Glaubst jemand könnte das Geld gestohlen haben? Wer würde sowas machen? Ich muss überprüfen, ob irgendjemand was Verdächtiges bemerkt hat. Gwendolyn, du hast mir zwar schon viel geholfen, aber es wäre super, wenn du mir auch noch helfen könntest, den Dieb zu fassen. Vielleicht könntest du Barney beim Silo fragen, ob ihm etwas aufgefallen ist. Barney hat gute Ohren und viele Kontakte. Nicht unbedingt, was man von ihm erwarten würde, aber so ist es. Genau, ich spreche von dem Barney, der sich am Silo östlich von Steves Farm befindet. Alles klar, lassen wir uns einfach mal abholen. Dann geht es ein bisschen schneller. Ja, mir geht es inzwischen auch schon was besser. Dafür ist mein Freund jetzt krank. Der Arme liegt gerade unten auf dem Sofa und hat Fieber und dem geht es gar nicht gut und zwischendurch gehe ich dann immer runter und mache ihm was zu essen oder was zu trinken oder bringe ihm irgendwas. Und jetzt leckt es aber wieder ganz schön heftig. Ich muss auch sagen, im Moment stört es mich tierisch, wenn ich level. Dann kommt es, wenn ich ein Rennen geritten bin, kann ich halt nicht bei der Übersicht, wie schnell man war, kann ich nicht auf OK klicken. Und dann passiert es, dass ich quasi so stehen bleibe und ich kann das Pferd nicht mehr bewegen, nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich kann halt mich nur abholen lassen. Dann kann ich mich wieder bewegen, aber es ist halt beim Leveln tierisch nervig, wenn man halt nicht die Aufgabe quasi abschließen kann und dann nochmal wieder dahin reiten muss, weil je nachdem, wo man gerade ist, ist es halt auch weit von der Abholstelle und das habe ich im Moment ganz viel und dadurch brauche ich halt 2,5 Stunden, um zu leveln. Also es ist echt krass. Hallo, was sagst du da? Sehr unangenehm. Ich habe keine Diebe gesehen. Nein, wir haben hier keine Diebe. Aber sprich mal mit Will. Er hat eine gute Aussicht von seiner Mühle auf dem Berg. Okay, dann reiten wir jetzt dahin. Ja, jetzt gibt es wieder einige Quests, die ich weiterführen kann. Das ist irgendwie manchmal, komme ich mit den Quests gar nicht hinterher, weil ich so viele habe und gar nicht weiß, wo ich jetzt quasi weitermachen soll. Und meistens, wenn ich dann mal Zeit habe, ein paar mehr Parts aufzunehmen, dann muss ich immer bis zum nächsten Tag warten. Das ist super nervig. Wie das so ruckelt. Grauenvoll. Ich hoffe, das geht hinterher in der Aufnahme. Meistens sind die Aufnahmen tatsächlich dann doch nicht ganz so verruckelt. Ob ich etwas Seltsames gesehen habe? Ein Dieb? Nein, keine Diebe in Sicht. Nur eine wunderschöne Landschaft. Ich kann sehr viel von hier sehen, aber leider nicht bis nach Veldale. Mein Vorschlag wäre es, nach Veldale zu reiten, um die Leute dort zu fragen, ob sie etwas Verdächtiges bemerkt haben. Du weißt, dass die Druiden mehr sehen und hören als alle anderen. Sprich mit der Druidin Elizabeth. Ja, jetzt können wir hier sehen, wo wir hin müssen. Nein, leider nicht. Ich würde jetzt aber mit dem Pferdetransporter fahren, damit es einfach ein bisschen schneller geht, weil wir, wie man hier sehen kann, wir haben jetzt, ja, wie man sehen kann, oder ich halt auch nicht, haben wir in Firgrove, können wir weitermachen. Wir können auf den Everwindfeldern ist jetzt ein Ballonfahrer. Genau da oben können wir weitermachen, da ist mein Ruf gestiegen. Und auch mit Alex und Dingensbummens können wir auch weitermachen. Also hat sich viel getan. So, wo wollten wir hin? Nach Veildale. Da gucken wir doch mal, ob wir die Elizabeth finden. Ich weiß gerade auch gar nicht, wer das ist. Ich glaube, wieder hier hinten. Ne, ja, genau. Sehr gut. Hallo meine Freundin, schön dich zu sehen. Ich warte auch auf Neuigkeiten von Alex, aber ich habe noch nichts gehört.
Was? Ein Dieb? Nein, mir ist nichts aufgefallen. Arme Ten. Die Druiden haben eine Menge Fähigkeiten, aber wir können auch nicht alles, so wie viele Leute zu glauben scheinen. Ich kann dir leider auch nicht mit Tens Problemen helfen. Veldale scheint wie immer, aber frag doch mal Sonja, du hast sie schon einmal getroffen. Sie kennt Hollowoods besser als jeder andere. Du wirst sie in der Nachbarschaft finden. Sie reitet viel durch Hollowoods, oft in der Nähe der Hauptstraße. Suche südwestlich des verlassenen Sommerhauses. Okay. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Da kann man auch immer Müll aufsammeln bei der. Wenn mich nicht alles täuscht. Da können wir jetzt leider nicht mit einem Hänger hinfahren, aber gut, sei es drum. So, südwestlich ist hier auf jeden Fall schon mal keine schlechte Richtung. Wenn es jetzt nicht so ruckeln würde. Schrecklich. Wieder viel zu viele Leute auf dem Server. Also ich muss sagen, im Moment fallen mir die Serverprobleme ziemlich auf, wie ich eben schon gesagt habe mit dem Level, dass ich da einfach stehen bleibe und nichts mehr machen kann. Es ist halt wirklich nervig, weil ich halt auch nicht immer so viel Zeit habe zu leveln. Und dann, ja, ist das schon echt beschissen. Und gestern war es auch so, ich meine gut, jetzt ist auch Wochenende, heute ist Sonntag, gestern war Samstag. Es ist halt auch einfach so, dass halt wirklich viele Leute gerade am Wochenende online sind. Das merkt man schon, vor allem abends. Also gestern Abend, erst so gegen 11, halb 12 hat es sich gebessert. Also ich habe halt extra was früher angefangen zu leveln, weil ich dachte, ja, du brauchst so lange und bevor es dann 12 Uhr ist und und du halt nicht mehr leveln kannst, stehen geblieben. Habe ich halt früh angefangen und erst halt gegen 11 Uhr oder so hat es sich langsam gebessert, dass weniger Leute auf dem Server waren und ich mal in Ruhe leveln konnte. Gwendolyn, schön dich zu sehen. Geld, sagst du? Ich habe nichts Ungewöhnliches bemerkt, aber ich habe dort drüben ein paar Münzen auf dem Boden gefunden. Aha. Wo ich die Münzen gefunden habe? Unter dem Vogelnest, dort, ein Steinwurf entfernt, Richtung Norden, in der Nähe des Runensteins. Na, das war doch bestimmt eine Elster. In Richtung des Runensteins, nördlich. Das wäre auf jeden Fall, nördlich ist hier. Ist das da hinten der Runenstein? Ja. Und da ist der kleine Vogel, der möchte mit uns reden. Birdie. Jo, sagt viel, zwitscher, zwitscher. Was habe ich denn entdeckt? Du entscheidest dich dafür, Sonja zu erzählen, was du entdeckt hast. Okay. Ja, schön, sie steht noch da, ist nicht weggeritten. Hätte auch einfach mitkommen können. Machst du Witze? Du sagst, dass der Vogel sein Nest mit Tens Geld ausgelegt hat? Stimmt das? Ihm muss der Glanz der Münzen gefallen. Du musst zu Ten reiten, um mir zu berichten. Hier, nimm diese Münzen, sie müssen ihr gehören. Wir sehen uns, Gwendolyn. Bestell ihr schöne Grüße. Okay, wo sind wir? Naja, wir reiten mal weiter geradeaus. Ja. Ja, also wie gesagt, diese Serverprobleme sind wirklich nervig. Ich meine, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Server wir inzwischen haben. Also als ich angefangen habe mit Let's Playen oder mit Star Stable generell, gab es 4 Server und ich bin halt auf dem 4. gelandet. War auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, inzwischen gibt es 8 oder so. Ich bin, glaube ich, nochmal 3 Server insgesamt. Also dann kam, glaube ich, nochmal kurz nachdem ich angefangen habe, 1 Server und dann kamen, glaube ich, nochmal jetzt 2 Server oder so oder 3. Ich habe den Überblick verloren. Auf jeden Fall haben wir jetzt ganz schön viele und trotzdem ist es so, dass es halt dass einfach zu viele Leute auf die Server wollen. Also ich finde es schon echt krass. Ich weiß jetzt halt nicht, wie da so die Verteilung ist, welche Server jetzt die vollsten sind. Also ich weiß, glaube ich, auf 1 und 2 kann man gar nicht wechseln, weil die, glaube ich, so voll sind. Ja, aber viele Leute wollen ja auch auf einen bestimmten Server. Also die, selbst wenn es jetzt mehr Server gibt, würden die halt trotzdem nicht auf diese Server gehen. Aber
ja, wenn wenigstens die neuen immer auf die neuen Server geschmissen werden, dann werden halt die alten Server nicht noch voller. Ich persönlich fände es jetzt halt auch gar nicht schlimm, wenn die einfach gar kein Wechseln erlauben würden. Ja gut, ist wahrscheinlich blöd für jüngere Leute, die vielleicht sich mit ihren Freunden treffen wollen. Mich würde es halt nicht stören, weil ich spiele eh für mich. Also es würde auf jeden Fall verhindern, dass es halt, dass zu viele Leute auf einem Server sind. Das kann ich ja nicht glauben. Ich dachte, irgendein Bösewicht hätte das getan. Aber wir können dem Vogel die Münzen nicht wegnehmen. Das wäre gemein. Der Vogel kann ja nicht wissen, was er da gemacht hat. Das habe ich sie auch schon mitgenommen, oder? Ich habe eine Idee. Wir können das Geld gegen etwas anderes Glänzendes austauschen. Vielleicht hat Frau Holdsworth etwas, das wir benutzen können. Ja, gut. Ah, verdammt. Dann... Ich will jetzt nicht nochmal in die Hollow Woods reiten. Es dauert zu lange. Wir müssen Quests abschließen. Nein, man soll ja auch Spaß am Spiel haben. Ja, ich glaube, ich hetze hier immer so ein bisschen durch. Oh Gott, was ruckelt das jetzt hier? Uiuiuiuiuiui. Haha, was für eine Geschichte. Natürlich werde ich dir helfen. Lass mich nachsehen. Nimm diese Glasperlenkette. Ich glaube, sie wird dem Vogel noch viel besser gefallen. Viel Glück mit dem Tausch, Gwendolyn. Yippie! Oh, hier beginnt gleich noch ein Champi. Diese Championate mache ich irgendwie gar nicht mit. Ich weiß auch gar nicht, also erstens, weil ich mich halt nicht festlegen will in Zeiten. Das finde ich halt super nervig, dass nur einmal am Tag um diese Uhrzeit und dann muss man das machen. Ich finde, sowas zum Beispiel trägt auch dazu bei, dass die Server überlastet sind, weil alle zu dieser Uhrzeit dann natürlich online sind, um die Championate reiten zu können. Wo reite ich eigentlich lang? Ich muss ganz anders lang. Und das sorgt halt auch nochmal dafür, dass ja, das Spiel halt, also dass halt dann einfach viele Leute zur selben Zeit online sind. Und das ist halt was, ich würde halt einfach wirklich sagen, dass man die vielleicht zweimal am Tag anbietet. Einmal vormittags, für die Leute, die vielleicht vormittags Zeit haben oder krank sind oder keine Ahnung was. Und nochmal nachmittags. Klar ist es nachmittags dann trotzdem immer noch überfüllt, weil halt nachmittags, glaube ich, einfach die meisten Leute Zeit haben. Aber, ja, ich glaube einfach, das würde vielen, also viele, die vielleicht wirklich Zeit haben, und sagen können, okay, ich gehe halt dann vormittags rein, weil ich vormittags Zeit habe. Die würden dann vielleicht nachmittags nicht mehr reingehen, weil sie halt vormittags leveln und dann auch schon die Championate reiten können. Und dann brauchen sie halt quasi nicht mehr reingehen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also wäre halt nur mal so eine Idee. Ich weiß halt nicht, ich glaube, ich bin halt kein normaler Spieler. Ich kann jetzt halt schlecht von mir auf andere schließen. Ich weiß nicht, wie das so das allgemeine Spielverhalten ist, aber ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass nachmittags, abends die Server halt hauptsächlich überlastet sind. Ich versuche halt immer schon vormittags irgendwie reinzugehen, aber das klappt halt auch nicht immer. Ich habe ja auch noch Uni und keine Ahnung was, alles Mögliche zu tun, einkaufen, einen kranken Freund pflegen, ja, Switcher, Switcher. Mhm. Eine Handvoll Münzen. Ja, sehr schön. Dann reiten wir jetzt nämlich wieder zurück. Beschäftigungstherapie. Meine liebsten Aufgaben. Reite hin, reite zurück, reite wieder hin, reite wieder zurück. Aber es hält sich noch in Grenzen. Ja, als nächstes, wenn wir Ten abgeschlossen haben, würde ich wahrscheinlich sogar nach Furwurf gehen, weil ich glaube, dass die Quest in Furwurf noch recht kurz ist, weil wir da halt mit dem Hühnerstall fertig bauen müssen, damit das von der Zeit her hinkommt, weil wir nehmen schon 14 Minuten auf und hier die Quest mit dem Ballonfahrer, die dauert, glaube ich, länger.
Und ich glaube auch, die, also die in Silberglät wird sowieso lange dauern, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil das ja hier die mit den Alex und so weiter ist, mit Justin Moreland, der ja verschwunden ist und so. Und ich glaube da, das ist so die... Scheiße. Jo, sagt man nicht, Entschuldigung. Verdammt nochmal. Ich glaube, das ist so die Hauptquest, die sich hier in, sag ich mal, Silverglade abspielt. Also Silverglade ist ja hier das Ganze. Hier dieser Teil, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mit Firwolf und Baildale und allem, was dazugehört, das richtig verstanden habe. Und dann gibt es eben noch die Erntefeld-Provinz und hier Nebelfall und Golden Hills Valley. Und ich glaube, das ist einfach die Hauptquest in Silverglade. Und ich glaube, die ist halt wirklich ein bisschen umfangreich. Ja. So, jetzt bin ich doch hin und her geritten und habe mich nicht abholen lassen. Aber dann irgendwie mich abholen lassen, um dann weiter zu fahren, ist, glaube ich, bringt auch nicht so viel Zeitunterschied. Gwendolyn, du bist eine Heldin. Haha, ich hätte nie gedacht, dass Vögel ihre Nester dekorieren. Ich werde dir das nie vergessen. Danke. Jupp. Das war's dann mit der Questreihe. Super, wir kennen Tans alte Reitstiefel. Genau, nach Firwolf wollte ich. Da fahren wir jetzt aber hin. Bis dahin reite ich jetzt nicht. Firwolf Village. So. Ja, ich versuche jetzt nochmal so 2, 3, vielleicht 4 Parts aufzunehmen. Dann habe ich einen Termin mit einer Züchterin zum Telefonieren, die hatte ich gesagt, da melde ich mich heute Abend. Die hatte mich über Facebook angeschrieben, weil ich halt in so einer Gruppe für die Hunde, also für die Rasse, hatte ich halt einen Post gemacht und die hatte sich darauf gemeldet, dass sie den nächsten Wurf haben und ja, dass ich mich einfach mal melden soll. Bin ich mal gespannt, was die so zu erzählen hat. Hallo Gwendolyn, jetzt ist dein Hühnerzaun fertig. Du kannst zum Hühnerstall reiten und nachschauen, ob es passt. Ja, dann machen wir das doch mal. Genau, also ich habe in letzter Zeit nämlich mit vielen Züchtern telefoniert und alle davon super lieb. Wir haben mit einer Züchterin haben wir jetzt einen Termin ausgemacht für Mitte Februar, wo wir hinfahren zu den und uns da mit denen einfach mal treffen, mal gucken, ob das passt, ob wir denen sympathisch sind, ob die uns sympathisch sind, auch wie wir die Hündin finden, weil das sagt ja dann doch immer ein bisschen was darüber aus, wie die Welpen auch werden. Ja, genau, und dann haben wir jetzt quasi noch eine auf jeden Fall, wo wir halt jetzt gucken, ob wir uns mit denen treffen. Achso, muss ich direkt schon dran bauen? Ja. Genau, und haben sonst auch noch einen Plan B. Ach, ich muss absteigen. Also, es gibt Alternativen. Es gibt ja zum Glück nur nicht, also zum Glück nicht nur die einen Züchter, sondern halt mehrere. Aber es muss halt auch einfach passen. Also wir sagen jetzt auch nicht nur, oh, da kriegen wir einen Welpen, da nehmen wir auch auf jeden Fall einen. Es soll schon passen. Mal gucken. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Gut gemacht, Gwendolyn. Der Hühnerstall ist wirklich schön. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Hühner. Ich habe eine Idee. Ich weiß, dass im Wald wilde Hühner herumlaufen. Sie sind sehr scheu, deswegen wird es nicht leicht, sie zu fangen. Ich habe hier eine Tüte mit Hühnerfutter vorbereitet. Wenn du ein wenig davon im Wald verstreust, dann kommen sie vielleicht raus. Ja. Warum können wir die Hühner denn nicht wild lassen und einfach normale Hühner kaufen? Ah, okay, hier. Platzieren. Okay, tick. Oh, da macht noch jemand die Quest, ich merke schon. nicht blöd. Ach, da. Auf jeden Fall blöder als die. Ey, ich hab das doch platziert.
Das finde ich immer lustig, wenn zwei Leute dieselbe Quest machen. Das hat irgendwie was. Das Gute ist nämlich, dass ich noch nicht so weit bin wie andere, dass halt wenig Leute mit mir gleichzeitig die Quests machen. Zum Beispiel auch hier die von Nebelfall. Ich glaube, die war am Anfang vollkommen überfüllt. Ich habe mal ein Let's Play von wem anders gesehen. Wo einfach irgendwie so, keine Ahnung, 20 Leute gleichzeitig die Quest gemacht haben und es einfach unglaublich voll war. Dadurch fand ich wirklich die Quest irgendwie nicht so gut. Naja. Hast du drei kleine Haufen gestreut? Das hört sich gut an. Ich bin so gespannt, ob die Hühner kommen werden. Ich schätze mal, dass wir ein wenig warten müssen, bevor sich die Hühner trauen, herauszukommen. In der Zwischenzeit können wir es im Stall etwas gemütlicher machen. Die Hühner würden bestimmt gerne ein wenig Heu im Haus haben. Kannst du zu Felicity reiten und sie nach Heu fragen? Ja, so viel zu dem Thema. Die Quest dauert bestimmt nicht lange. Wir müssen ja nur noch den Hühnerstall fertig machen. Ja, also daher finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich halt jetzt ziemlich allen hinterherhinke. Ich glaube, wenn ich irgendwann in zig Jahren dann mal aufgeholt habe und auch Level 19 oder 20 bin, dann wird es mir dann, glaube ich, auch passieren, dass wenn es dann neue Quests gibt und ich die halt dann mache, dass sie dann wahrscheinlich etwas überfüllt sind. Aber meistens brauche ich ja eh immer ein bisschen, bis ich dann aufgenommen habe und geschnitten und hochgeladen. Und bis dahin ist es vielleicht gar nicht mehr so überfüllt. Also, bis ich dann Zeit habe, um aufzunehmen, hauptsächlich. Schön, dass der Zaun passt. Du brauchst Heu für den Stall? Natürlich, kein Problem. Du hast ein wenig Heu von dem Ballon... Was? Du kannst ein wenig Heu von dem Ballon dort nehmen. Lege es dann im Hühnerstall auf den Boden, sodass es... dass er gut riecht, wenn die Hühner kommen. Viel Glück. Viel Glück. Von dem Ballon. Okay. So. Dann reiten wir mal wieder zurück. Und entweder muss ich jetzt bis morgen warten, bis die Hühner rausgekommen sind, was sehr gut sein kann. Oder wir müssen jetzt direkt Hühner fangen. Mal gucken. Aber nach dem Hühnerfang müsste eigentlich die Quest vorbei sein. Sei denn, das wird jetzt hier die kleine Hauptquest in Firgrove. Ich glaube aber eher nicht. Also bisher waren wenig Quests in Firgrove. Die für Nebelfall hat hier begonnen. Aber ansonsten war hier nicht so viel. Glaube ich jedenfalls, oder? Ich habe aber auch schon so viele Quests wieder vergessen. Ja, schön. Drei kleine Häufchen. So wünscht man sich das doch als Huhn. Das Heu riecht so gut. Ich frage mich, ob schon ein paar Hühner gekommen sind. Ich glaube, dass ich etwas Weißes zwischen den Bäumen gesehen habe. Da, wo du das Hühnerfutter verstreut hast. Vielleicht sind es schon die Hühner. Ich glaube, du musst von deinem Pferd absteigen, um sie zu fangen. Sonst können sie noch Angst bekommen. Erinnerst du dich, wo du das Futter verstreut hast? Wenn du die Hühner gefangen hast, kannst du sie in den Stall setzen. Ja. Oh, Klong. Kleiner Unfall. Absteigen. Darf ich rennen? Ich weiß es nicht. Okay. Hier könnte doch eigentlich, hier der Foxy könnte doch mal, zack, sich die Hühner schnappen. Also, freundlich, nicht zerfleischen, sondern freundlich schnappen. So. Drei, sind an den anderen jetzt wieder welche oder muss ich die erstmal wegbringen? Ah, ich glaube, ich muss sie erstmal wegbringen. Wieso habe ich jetzt einen Ohrwurm von Fuchs? Du hast die Gans gestohlen. Ja, Nummer 1. Nummer 2. Ein Fuchs im Hühnerstall. Nummer 3. Achso, Anforderungen erfüllt.
Was ist mit den restlichen? Wahrscheinlich kann ich das jetzt einmal am Tag machen, also morgen nochmal machen und dann sind sie alle voll. Also dann ist der Hühnerstall voll. Dann ist die Quest abgeschlossen. Aber drei reichen doch auch erstmal, oder? Was für schöne Hühner. Oma wird so froh sein. Ich glaube, die Hühner werden sich auch über ihr neues Haus freuen. Es wird sehr viel schöner als im Wald sein. Das wage ich zu bezweifeln. Ich finde, Tiere in der Natur sind meistens am allerglücklichsten. Es sei denn, es sind wirklich so sehr domestizierte Tiere wie, sage ich einfach mal, Hunde. Also ich glaube, selbst Pferde würden sich in der Natur wohler fühlen und Katzen eigentlich auch. Deswegen sind die meisten Katzen ja irgendwo Draußengänger. Aber ja, fast alle Tiere fühlen sich in der Natur wohler als in einem kleinen, engen Käfig. Weil so riesig ist der Hühnerstall da jetzt auch nicht. Naja, egal, so viel zu der Kritik. Ja, dann reicht es aber auch erstmal für den Part hier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss!